Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, wir machen heute weiter dort, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, nämlich dabei, das ME-System fertigzustellen. Und zwar brauchen wir dafür zunächst einmal ein paar Pure Certus Quartz Crystals, soweit ich weiß. Und die kriegt man eben durch diese Samen hier, also durch diese Seeds. Die müssen wir gleich mal ins Wasser werfen. Einstweilen haben wir diese Pure Fluix Crystals rausbekommen. Diese Accelerators haben das tatsächlich sehr beschleunigt. Und wir werfen das mal rein und am Ende der Folge ist es hoffentlich fertig. Schauen wir mal. Gut, als nächstes können wir uns schon den ME-Controller craften, glaube ich. Okay, gehen wir in den Controller ein, genau. Hier, ME-Controller. Dafür sollten wir jetzt eigentlich alles parat haben. Das nehmen wir ins Inventar. Und schon sollten wir das craften können. Jawohl. Somit haben wir einen ME-Controller. Der muss dann natürlich mit Energie versorgt werden. Andererseits, wartet mal kurz, kann ich das eigentlich auch so machen? Ja, so wird er auch mit Energie versorgt. Dadurch, dass wir hier Energie reinschicken, können wir das so verbinden. Sehr cool. Jetzt brauchen wir nur noch diese Drives und dafür brauchen wir eben diese Seeds hier. Gut, da müssen wir jetzt eben ein bisschen warten. Allerdings, ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal zum Digital Miner, was der so für uns parat hat. Wir können hier nochmal schnell die Pflanzen abernten. Das ernten wir auch nochmal schnell ab und pflanzen es neu an. Leider geht das nicht mit Rechtsklick, warum auch immer, ich kann es nicht sagen. Ach ja, was ich auch noch machen wollte, das Armor Jetpack, das können wir auch auf jeden Fall mal machen. Schauen wir mal. Armor Jetpack. Dazu brauchen wir Bronze, das geht ganz einfach. Und einen Block of Steel. Block of Steel kriegen wir durch Stahl. Neun Stahl, einfach nice. Okay, gut. Dann schauen wir mal, wie viel Stahl haben wir denn noch. Zwei Stahl haben wir hier. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen Kohlepulver, schätze ich. Und daran scheitert es schon wieder. Gut. Kohle, Kohle, Kohle. Dann schauen wir doch nochmal schnell zum Digital Miner nach hinten. Können dort ja auch ein bisschen Kohle eingeben, also das Kohleerz. Dann baut der uns auch Kohle ab. Und wir haben wieder genug Kohle oder sollten wieder genug Kohle haben. Dort hinten müsste er ja stehen, wenn mich nicht alles täuscht. So, können wir jetzt mal ruhig auf Hover Mode umschalten. Brauchen wir nicht immer so lästig und mal dumm. Bitte schneller. Okay, ich habe nur mal sehr wenig Nahrung, deswegen müssen wir leider etwas langsamer fliegen. Wo ist mein Digital Miner? Kannst du ihn bitte generieren? Hallo? Entschuldigung? Sir? Wo ist mein Digital Miner? Hin? Habe ich den abgebaut? Hä? Wo ist der hin? Hä? Wo ist mein Digital Miner hin? Ist einfach weg, oder was? Hä? Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Ja, gut. Hallo? Ja, das produziert fröhlich munter vor sich hin. Aber wo ist mein Digital Miner? So, dann schauen wir nochmal kurz zurück. Vielleicht habe ich ihn ja zu Hause in irgendeiner Kiste, aber eigentlich hatte ich den ja nicht abgebaut. Seltsam, höchst seltsam. Naja. Vielleicht ist es einfach ein World Gem Bug, also dass mir den da einfach nicht generiert wurde jetzt. Aber das gibt's doch nicht. Ja, ganz ehrlich Leute, wenn der jetzt weg ist, dann ercheate ich mir den neu, weil der war verdammt teuer. Und ich habe eigentlich keine Schuld daran, dass der jetzt weg ist. Da ist er auch nicht drinnen.
Da auch nicht. Ja, nee, Leute, also ganz ehrlich, bei aller Liebe, nee. Hier ist er auch nicht drin. Im Rucksack glaube ich auch nicht. Können wir nochmal nachschauen. Nein. Gibt's doch nicht, dass er. Als ob er den einfach jetzt so weggepackt hat. Okay. Gut, dann holen wir uns den einfach. Ganz ehrlich, da kenne ich jetzt nichts. Cheats on. Game Mode 1. Dann den Digital Miner, den holen wir uns. Ganz unverschämt. Und jetzt gehen wir auch wieder auf Slash Game Mode. Upsi. 0. Upsi. Ja gut. 0. Geht nicht, okay. Also Groß-Kleinschreibung muss man beachten. Habe ich gerade festgestellt. Nein. Game Mode 0. So, gut. Ja, ganz ehrlich, Leute. Das habe ich jetzt keinen Bock, den nochmal zu bauen. Den haben wir uns jetzt so einfach geholt. So, stellen den da her. Nein, eins zu weit vorne. Bauen den ab. Stellen eins weiter hinten hin. Hier hin. Nein. Dann stellen wir ihn hier hin. Jetzt sollte er Energie kriegen. Wieder zu 1, 2 vorne. Okay. Also noch eins weiter hinten. Wir stellen den Ganze hier hin. Jawohl. Jetzt sollte es passen. Jetzt sollte er Energie bekommen, schätze ich. Oder? Ja, Energie ist da. Config. New Filter. Item. Nein, nicht Item. Ore. Jetzt brauchen wir Ore. Coal. Jawohl, das findet er. Dann Ore Diamond. Safe. Rückt. Achso, das bringt mir nichts. Da kann man keine Fossilien abbauen, ne? Nee. Gut. Dann lassen wir die zweimal durch. Ah, stopp. Radius 32. Okay. Passt. Jetzt Start. Gut, der holt uns jetzt einiges an Kohle raus, wie wir sehen können. Wir können mal schauen, was wir für Speed-Upgrades alles bauen, weil das wäre ganz nützlich, wenn der ein bisschen schneller wäre. Schauen wir mal. Speed. Ist das vom Mechanismus? Ja, Speed-Upgrade. Wir brauchen Osmium Dust, Glas und Enriched Alloy. Ja, das sollten wir eigentlich haben. Osmium Dust müssen wir uns noch schnell machen. Aber da, das ist ja kein Problem. Machen wir mal da ein bisschen was. Einmal. Zweimal. Was ist das? Dreimal. Okay. Speed Upgrade. Ah, das ist von Ender.io. Genau. Aber wir brauchen ja das vom Mechanismus, nämlich dieses hier. Glas, Osmium Dust, Enriched Alloy sollten wir eigentlich jetzt alles haben. Glas haben wir dabei, das Enriched Alloy habe ich. Wo habe ich das hingelegt? Ich weiß, dass ich noch eins hatte, aber ich weiß nicht mehr genau, wo ich es reingelegt habe. Das sind schon zu viele Kisten. Da. So, dann können wir hier auch dieses Speed Upgrade machen. 1, 2, 3. Und hauen das mal rein in den Digital Miner. Das wird jetzt zwar mehr Energie kosten dann, aber er wird auf jeden Fall schneller sein dann. 2 und 3. Jawohl. Ja, okay, ihr seht, das geht deutlich schneller. Das passt auf jeden Fall jetzt besser. Aber wir nehmen uns die Kohle gleich raus, denn die wollen wir jetzt durchpulverisieren. Schauen wir mal, ob unsere. Ja, unsere Seeds sind schon fertig gewachsen. Dann machen wir vorher mal noch schnell das ME-System fertig. Denn wir brauchen die Calculation Press und die Certus.
Pure Certus, Certus. Nein, geht nicht. Okay, den Pure Certus brauchen wir. Davon brauchen wir auf jeden Fall mal zwei. Für den Anfang. Ah, da können wir gleich ein paar mehr machen. So, zack, zack, zack. Silikonbraum müssen wir auch nochmal durchpressen. Da haben wir auch nichts mehr gepresst. So, zack. Dann haben wir vier davon. Dann nehmen wir die raus, Silikon rein. Lassen wir nochmal ein paar Silikondinger durchrattern. Einmal. So, inzwischen schauen wir mal kurz. Wir wollen die 1K Storage Cells machen. Und diesen Prozessor brauchen wir. Ah, da brauchen wir. Okay, Certus Quartz, irgendeins. Und den Logic Prozessor. Passt. Ach so, da brauchen wir keine Calculation. Okay, passt. Sehr gut. Dann können wir. Den Logic Prozessor. Habe ich da noch einen über? Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich brauche bitte. Ein bisschen. So, da legen wir mal alles Unnötige rein. Das brauchen wir. Okay. Wir haben wenigstens ein bisschen Platz. Viel ist es nicht, aber ein bisschen reicht. Gut. Dann brauchen wir ein bisschen Gold. Ein bisschen Redstone. Und das war's auch schon. Jetzt können wir zunächst mal das, das und das durchschmelzen. Das gibt einen Calculation Prozessor, wenn mich nicht alles irrt. Machen wir mal zwei, auch wenn wir wahrscheinlich nur einen brauchen jetzt im Moment. Gut. Dann brauchen wir den Logic Press. Diese hier und Gold. Für dieses da. Genau. Okay, machen wir mal zwei, dann sollte das gehen. Ja, ja, das sollte passen dann. Zwei, tack, tack. So. Upsi. Okay, kann ich jetzt nicht mehr reinlegen. Was schmeiß ich raus dafür? Einstweilen brauche ich das gerade nicht. Dankeschön. Jetzt nehmen wir, zack, das raus. Das, das und, oh, Silikon haben wir auch keins mehr. Dann hauen wir die Silikonpress rein. Und Silikon. Dafür haben wir dann den Bucket raus. So. Noch ein Silikon durchbrennen. Und ein drittes können wir auch noch durchlaufen lassen. So. In der Folge will ich auf jeden Fall das ME-System noch schnell fertig kriegen. Jawohl, so, dann haben wir vier von dem. Dann eins das, eins das, eins das. Wird zu. So, dann können wir das da immer schön durchklicken. Wird zu einem Logic Prozessor. Jawohl. Den Flint brauchen wir nicht. Zack. Zack. Logic Prozessor. Dann brauchen wir Lapis. Habe ich das da drin? Nein. Habe ich das hier drin? Ja, da habe ich 64 Lapis. Bisschen tück, 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 tück. So, dann schauen wir mal, dass wir diese 1K-Dinger schaffen. Zack. 1, 2, 3. Achso, da brauche ich nur Redstone dafür. Warum dachte ich jetzt, dass ich Lapis brauche? Okay, jetzt brauche ich Quarz, Glas und Eisen. Eisen sollte ja kein Problem sein. Quarzglas habe ich auch noch eines. Eisen. Habe ich noch. Ich habe kein Eisen mehr. Doch, das habe ich bestimmt rausgelegt. Ja, da habe ich noch ein bisschen Eisen. Jawohl. So. Habe ich da die Kohle schon reingelegt? Nein, habe ich natürlich nicht. Dann lege ich da jetzt mal ganz schnell die Kohle rein. Und zwar, ja, können wir alles durchlaufen lassen. Gut. Dann brauchen wir Quarzglas. Das machen wir mit so Quite Clear Glass. Und dazu muss ich Glas nochmal durchschmelzen lassen, glaube ich. War das das? Ja, oder? Nein? Ah, muss ich wahrscheinlich Alloy Smelter machen. Ja.
Alois Melter brät mir das Glas nochmal schnell durch. So, entweilen können wir. Was können wir machen? Eigentlich eh nicht mehr viel. Ja, dafür brauchen wir Redstone, Eisen und das Quarzglas. Das Quarzglas können wir ja schnell machen. Da haben wir sogar noch Nether Quarz Dust hier. Da haben wir das. Warte. Da haben wir das. Bitte. Quite Clear Glass. Schon mal drei Stück. Mann, mein Inventar ist echt messed up. Auf gut Englisch. Gut, was können wir noch machen? Dann können wir schauen, wie sich der hier tut. Wir müssen auf jeden Fall nochmal. Oh, der hat keine Energie. Verstehe, okay. Da müssen wir schauen, dass der mehr Energie kriegt. Ja, gut. Aber dann holen wir uns von dem mal eins raus. Kann ich das bitte wieder rausholen? Nein, kann ich nicht. Okay. Reset, vielleicht muss ich es so machen. Ah, okay, weil ich keinen Slot im Inventar wahrscheinlich frei habe. Dann haben wir das mal raus. Ja, genau. Dann nehmen wir ein Speed Upgrade raus und hauen in die Config aber noch Ore Certus Quartz rein. Jawohl. Saven das und das kommt nach vorne. Und jetzt starten wir das Ganze nochmal. Jetzt holt er uns Kohle und Certus Quartz raus auf jeden Fall. Ja, passt. Sehr gut. Der macht das. Ist da was gewachsen? Nein, ist nichts gewachsen. Gut. Hier haben wir noch ein bisschen Quartz Glas. Das können wir jetzt zum Quarzglas machen, das wir ja brauchen für dieses Dings hier. Oh, mir fehlt an. Oh, nee. Lass mich doch in Ruhe mit diesem blöden Powder immer. Das ziehen wir mal. Machen wir das mal schnell an. Zack. Bitte rausziehen. Danke. Jetzt hauen wir da nochmal schnell Nether Quarz rein. Beziehungsweise eigentlich können wir auch Certus Quarz nehmen. Ja, dann nehmen wir Certus Quarz. Crushen wir nochmal ein bisschen Certus Quarz klein. Den ich natürlich nicht dabei habe. Da haben wir Nether Quarz. Schon langsam geht mir diese Inventarknappheit echt am Nerv. So. Zack. Lassen wir da nochmal alles durchrieseln. So, jetzt können wir da jetzt endlich dieses blöde Quarzglas machen. Jawohl, vier Stück. So, und können uns zwei von den Storage Drives machen. Des Weiteren wollte ich noch schnell ein, wie heißt es denn? Crafting Terminal. Na, dann machen wir Terminal. Terminal. Genau, das Crafting Terminal wollte ich noch schnell machen. Boah, dazu brauchen wir ein Crafting Table. Ja, können wir eigentlich einen von hier nehmen. Den werden wir ja in Zukunft eh nicht mehr brauchen. Das ist nämlich das Praktische. Auch an diesem Crafting Terminal. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir hauen jetzt alle Ressourcen, die wir haben, auf diesen digitalen Speicher quasi rein. So, das da. Haben wir alle Ressourcen drinnen. Dann geben wir das Crafting-Rezept ein und das zieht sich das automatisch. Das heißt, wir haben nicht dieses nervige Herumgesucherei in den Kisten, sondern das zieht sich automatisch das raus. Was natürlich ziemlich nice ist. So, wir müssen aber jetzt mal schauen, weil unsere Energie ist ziemlich knapp gerade. Aber um dieses Problem kümmern wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, macht's gut, bis dann und ciao.